Hallo, meine Lieben. Ja, ich war euch ja auch noch ein Video schuldig, merke ich gerade. Also, dass ich es euch schuldig war. Ich hatte ja schon öfter gesagt oder erwähnt, dass ich gerne das Mini-Album meiner Kleinen mal zeigen wollte. Was ich ja während der Schwangerschaft angefangen habe, dann aber leider die Bindung versaut habe und das Ganze nochmal neu gestartet habe. Und bis heute nicht fertig gebracht habe, also das, was ich auch dekoriert habe, beziehungsweise wo die Bilder drin sind. Da wollte ich ja noch Text reinschreiben und so ein bisschen dekorieren noch und keine Ahnung, was ich aber bis heute noch nicht geschafft habe. Und selbst das letzte Bild von ihrem Geburtstag fehlt. Also das werde ich die Tage jetzt auch mal vervollständigen, wenn ich denn die Zeit dazu habe. Allerdings möchte ich das jetzt trotzdem mal zeigen, weil letztendlich geht es ja nicht um die Deko oder das, was drinsteht. Deswegen ist es fast schon ganz gut, dass das noch nicht so ist. Und sonst hätte ich das ja alles nicht zeigen können, wenn da schon persönliche Sachen drinstehen, was ich jetzt auch nicht zeigen möchte. Deswegen habe ich jetzt einfach nur die Bilder abgeklebt. Und ansonsten kann man das Album dann ganz gut mal anschauen, obwohl es jetzt noch nicht fertig ist, aber vom Aufbau und vom Designpapier, außer die Deko halt, ist es ja fertig. So, und zwar habe ich dieses hier angefangen in der Schwangerschaft und das habe ich dann nachträglich noch gemacht. Ist jetzt wieder Geschmackssache. Mein Mann findet das Helle schöner als das mit dem Schwarz. Ich finde halt das Schwarz als Hintergrund ganz schön, weil dann diese Elemente nochmal schöner rauskommen. Ich finde aber genauso das hier wunderschön, weil sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Allein schon dieses Designpapier ist einfach super. Und hier habe ich dann auch nochmal mit einem anderen Format gearbeitet, als jetzt zum Beispiel hier. Aber insgesamt ist es ein bisschen anders, also von der Größe auch her. Das ist ein bisschen größer als das. Aber das wollen wir uns jetzt einfach mal genauer anschauen. Und zwar ist das hier das Fertige, beziehungsweise das, was auch die Bilder beinhaltet. Und das hier hat leider von der Bindung her nicht geklappt. Deswegen würde ich sagen, starten wir doch einfach mit dem, weil das habe ich eben zuerst gemacht. Hier an der Seite habe ich dann noch solche Elemente draufgeklebt mit diesem Kinderwagen, mit diesen Blumen, Holzblumen, Baby und dieser Schaukelpferd. Hinten habe ich ein ganz neutrales Papier genommen, weil letztendlich der Hintergrund ist eigentlich recht uninteressant. Hier habe ich es dann so gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch was drauf machen wollte, es dann aber letztendlich nicht mehr gemacht habe, weil es dann schiefgegangen ist oder ob ich es auch so hätte lassen sollen, wollen, wie auch immer. Hier habe ich dann eben den Namen. Also ich habe immer versucht, den Namen so ein bisschen rauszuheilen. Dann habe ich meinen Mann gefragt, ob es okay ist, wenn ich den Namen sage. Und er hat gesagt, ja, ist kein Problem. Also muss ich das jetzt nicht verdecken. Also meine Kleine heißt Emma. Und hier haben wir einen Schmetterling. Und ich habe diese Ränder eben mit, wie nennt man das jetzt wieder, mit diesem Tape, wie Teppichklebeband. Aber Teppichklebeband ist ja doppelseitig. Nee, wie heißt das? Gewebeband. Genau. Mit so einem Gewebeband außenrum verklebt. Genauso wie innen. Also innen habe ich die Ränder alle verklebt, damit halt dieser Übergang nicht so ist. Ich habe das dann quasi nicht mit Papier gemacht, weil mich das dann immer genervt hat, dass das an den Kanten immer gerissen ist oder öfters eben gerissen ist. Und dann habe ich das alles mit diesem Gewebeband gemacht und dann hat mir die Bindung in der Mitte nicht mehr gehalten, weil das natürlich alles glatt ist und welcher Kleber hält denn auf so einem glatten Zeug? Also ich habe es dann noch probiert mit Heißkleber, ich habe es probiert mit Sekundenkleber, ich habe es jetzt dann vorhin nochmal versucht anzukleben. Das schaut halt alles jetzt schö aus. Also hier habe ich dann nochmal so einen großen Holzding. Das habe ich, glaube ich, irgendwann mal beim Action gekauft. Da gab es so eine Babykarte. Und da gab es eben diese Babykarten mit diesen Holzteilen, die dann vor der Karte gebaumelt sind. Und das habe ich mir einfach abgemacht und hier reingeklebt. Finde ich halt jetzt wiederum schade. Ich wollte jetzt auch nicht alles abreißen oder so. Ich wollte es ja dann einfach so lassen. Aber es wird halt so nicht genutzt. Aber ja, mal gucken. Vielleicht benutze ich es ja doch dann mal. Aber letztendlich war dann nicht mehr so viel Liebe mit drin. Und manches ist halt einfach nicht so schön geworden, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, die Bindung war, glaube ich, diese 1 cm Bindung, wenn man
dieses Mittelteil immer wieder falzt, wie so eine Ziehharmonika. Und dann an den Zwischenstellen konnte man dann, hier ist ja diese Öffnung und auf der anderen Seite wird es dann so drüber gestülpt und draufgeklebt. Also ich denke, diese Art Bindung kennt ihr schon. Ja. Ich würde sagen, ich blätter das jetzt einfach mal durch, was ich halt auch sehr schade finde. Das ist so dieses Lieblingsdesign, was ich habe. Und wollte das natürlich hier verwenden, aber umso blöder ist es eigentlich, dass es jetzt nicht verwendet wird. Hier hat, seht ihr schon, das habe ich dann bloß mit Washi-Tape reingeklebt. Da wollte ich mir so eine Zahlenleiste machen, aber halt größer, damit es dann eben hier drauf passt, und wollte dann ihre Maße und so hier eintragen. Hier haben wir dann noch so ein Holzteil mit Hello in so einer Wolke. Was ich halt tatsächlich sehr schön finde, ist, dass ich das nicht einfach gerade gemacht habe, sondern in so einem abgeschrägten Form. Naja, also hier gehe ich jetzt einfach mal durch. Hier ist auch noch ein Tag drin. Das ist halt wieder so eine Sache, wobei ich das hier vielleicht noch hätte hinkleben können, dass das hält. Mit einem Magnet zum Beispiel. Dann, also das ist eigentlich ein ganz einfaches Album. Hier hat man halt dann noch die Möglichkeit, so ein Tag rein oder Tab. Nee, Tag. Ich komme immer durcheinander mit diesen Wörtern, dass man halt hier einfach noch Platz hat, um was reinzuschieben, damit man das noch dekorieren kann oder für Bilder oder Text oder so benutzen kann. Dann hat man hier halt immer diese Elemente, was man hoch und runter klappen kann. Hier habe ich so einen Bordürenstanzer verwendet, wobei das eigentlich keine Bordüre ist, sondern eben diese Leiste. Und die habe ich dann draufgeklebt, aber nicht ganz so, dass man da eben noch so Teile drunter schieben kann. Dann hier das Gleiche, da kann man halt dann was runter drunter schieben. Aber das ist halt wieder diese Klappseite. Eigentlich könnte es so und dann wird es aufgeklappt. Und diese Stanze, die habe ich nie gerade hingekriegt und habe mich verstanzt und keine Ahnung. Aber diese Laschen bleiben halt nicht dran, weil da auch kein Stempel, sage ich schon, kein Magnet drunter ist. Aber gut, schaut hier zum Beispiel, das habe ich einfach nicht gerade hingekriegt. Habe es dann aber trotzdem so gelassen und angepasst, damit es halt auch schief ist. Soll so sein. Dann haben wir das hier. Und das würde ich zum Beispiel auch nicht mehr machen, dass man gerade so. Das ist halt alles durcheinander. Einmal hat man hier diese Stanzen. Dann ist es einmal hier zwei geklappt. Hier klappt man einmal um. Dann ist es hier wieder eine andere Stanze und hier wieder eine andere Stanze. Das ist halt so ein Kuddelmuddel, weshalb es mir dann einfach am Ende gar nicht mehr gefallen hat. Da wollte ich halt wie so viel wie möglich irgendwie reinpacken, aber das ist ja auch Blödsinn. So, das ist jetzt natürlich wieder die. Was ich jetzt auch nicht so schön finde, ist, wenn man hier die, weil hier kommt das gar nicht so richtig hervor, diese Bordüre. Ich glaube, das ist besser, wenn man irgendwie so ein einfarbiges Papier drunter hätte. Ich weiß nicht. Mir gefällt es dann immer nicht, wenn hinter der Bordüre so ein buntes Muster ist. Aber gut. Dann haben wir das und das Designpapier ist halt so schön. Jetzt ist es Fuji. Aber ich glaube, ich habe noch ein bisschen was übrig. Aber ich glaube, für ein Album reicht das nicht mehr. Dann haben wir hier die Wolken. Ich glaube, da habe ich dann bloß noch diese Bordüre genommen, weil ich dann einfach bloß noch fertig werden wollte. Eigentlich wollte ich ja fertig werden, bevor die Kleine kommt, aber das habe ich nicht geschafft. Oder habe ich es noch geschafft? Auf jeden Fall ist es ja Fuji geworden, deswegen habe ich dann ein neues benutzt oder gemacht. Genau, und dann haben wir das noch. Und hier haben wir dann die Rückseite. Da hätte ich halt dann genauso noch irgendwie ein Pocket oder so hingemacht. Aber wie gesagt, ich habe es dann letztendlich nicht mehr fertiggestellt. Also von den Farben her finde ich das schon schöner fast. Ich finde das Dunkle aber auch nicht schlecht. Also mir gefällt halt schon das Designpapier sehr gut, genauso wie das mit der Mauer. Also das ist ja öfters auch schon gekommen, zum Beispiel auch so in Actionblöcken sieht man das auch sehr oft. Und das liebe ich wirklich, dieses Designpapier, weil das tatsächlich auch ein bisschen neutral ist, außer dass es rosa ist, aber gut. So, das ist jetzt das eine und dann wollen wir uns das andere hier mal anschauen. Und da sind jetzt, wie gesagt, auch die Fotos drin, aber die habe ich überklebt. So, hier ist auch wieder der Name. Ein Schmetterling habe ich hier auch noch mit drauf geklebt. Hier durften dann auch noch so Kunstblumen drauf. Die habe ich mit Heißkleber drauf geklebt.
da ein Schmetterling, da ein Schmetterling. Und das ist auch die Bindung, die ich in dem Video gezeigt habe von dem Babyalbum für den Jungen, was ich gemacht habe. Da habe ich drei Teile davon. Das kann ich euch ja vielleicht auch mal verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Bitte steinigt mich nicht, falls ich es vergesse, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann hole ich das auf jeden Fall nach. Aber ich versuche wirklich dran zu denken. Und zwar habe ich das einfach nicht gemocht, dass man hier dann diese Kanten hatte, dann ist das Papier aufgerissen oder dann in der Innenseite, wenn man dann das Papier drüber geklebt hat, das hat sich dann alles hochgewellt und keine Ahnung, und das hat mich immer genervt, wenn das passiert ist. Und da habe ich dann bei einer anderen YouTuberin, wie heißt es jetzt wieder? Wenn ich es nicht vergesse, dann schreibe ich euch das hier unten mit hin, wie die YouTuberin heißt. Fällt es mir jetzt noch ein? Ich glaube nicht. Vor allem nicht unter Druck. Also, ich hoffe, ich vergesse es nicht, aber ich schreibe es euch mit hin. Ich weiß aber nicht, ob sie das auch erfunden hat. Also von wem diese Art kommt, weiß ich nicht. Ich habe es nur bei ihr im Video gesehen. Und da wird eben diese, also das ist ein Teil. Das ist ein Teil. Dann hier haben wir ein Teil. Die zweite. Nicht, weil man das ja klappt, dann haben wir hier dieses Teil und das Teil. Und dann hat man hier diese Bindeteile, diese Rücken- und Vorderteil. Da hat man dann Laschen dran und dann klebt man die Rückseite und die Vorderseite an diese Lasche dran. Also schaut euch einfach das Video von mir an, wie ich das gemacht habe. Da habe ich zwar nur, also die offene Variante, aber wenn ihr das so machen wollt wie hier, dann macht die einfach diesen Teil hier nochmal dran und setzt euch quasi nochmal diese Klappe mit dran. Es ist, glaube ich, auch sinnvoll, weil man muss ja einmal hier rum und dieses Teil hier bedecken, dass man diesen Teil ein bisschen breiter macht. 2 Millimeter reichen da schon, damit man hier einfach, damit es gerade ist. Genau, also da habe ich jetzt auch gar nicht viel dekoriert. Das hinten habe ich sogar blank gelassen, einfach. Schlicht. Also ich neige wirklich oft dazu, zu überladen, aber ich reiße mich dann schon immer selber zusammen und gucke, okay, wie könnte ich das jetzt machen, dass es halt auch noch schön ausschaut. Hier habe ich dann auch noch solche Ecken, Buchecken ran gemacht, genauso wie hier. Hier habe ich dann noch ein Designpapier draufgeklebt, einfach damit es ein bisschen bunter ist, aber also von vornherein nicht direkt sichtbar ist. So, und das hat mir jetzt schon mal sehr gut gefallen, als ich das Buch dann wieder angeschaut habe, nach längerer Zeit, also fast ein halbes Jahr ist es her, hat mir der auch wieder super gut gefallen. Ich liebe ja diese Elefanten. Ich gehe jetzt direkt mal da drauf ein, und so habe ich hier, das sieht man auch ein bisschen diese Magneten durch, sieht man das jetzt? Da wäre es vielleicht, also ich wollte da jetzt nicht unbedingt noch mit Designpapier drüber. Damit aber hier habe ich ja schon eins, damit die Magnetkraft nicht zu sehr abnimmt. Deswegen habe ich es mir für hier erspart. Man hätte vielleicht ein Washi-Tape oder so noch draufkleben können, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe hier dann noch so Holzteile draufgeklebt und so Sticker, einfach damit es ein bisschen dekoriert ist. Und hier habe ich eben diese Klappe, was ich hier auch schon angedeutet habe, wo ich dann eben die Daten reingeschrieben habe. Sieht man das jetzt? Hier habe ich dann noch so einen Sticker und diesen zweiten Elefanten drauf. Und da habe ich dann eben, da ist nochmal so ein Puffy-Sticker und habe dann eben diese Maße hingeschrieben. Das finde ich auch total süß. Und hier habe ich dann noch das Datum, Gewicht, Uhrzeit und so weiter, die Geburtsdaten eben drauf geschrieben. Ach ja, schaut, da ist ja sogar noch das Papier. Dann habe ich das restliche Papier wahrscheinlich hier noch verwendet. Und da sind ja auch immer Sticker dabei. Und da, schaut mal, das habe ich auf so eine Pappe geklebt und habe das dann noch schwarz angemalt am Rand. Ich weiß nicht, sieht man das jetzt überhaupt? Dass das so erhaben ist. Also das ist so dick und das poppt dann so ein bisschen raus. Und haben wir noch Knöpfe und so Schmetterlinge und halt das Geburtsdatum nochmal in Holzzahlen. Und dann geht es hier los. Also wie gesagt, es ist noch nicht fertig vom Dekorieren her, aber
Das ist ja eigentlich nicht schlecht. Also hier habe ich dann eben wieder Platz, so ein bisschen was dazu zu schreiben. Oder hier so Flächen zum Beispiel mit Stickern aufzufüllen oder so. Diese Tags zum Beispiel habe ich auch noch nicht dekoriert. Also da muss ich mal gucken, wie ich das dann noch mache, ob ich das für Bilder oder Text noch verwende. Ich habe jetzt hier immer ein Polaroid geschossen, aber ich kann das ja noch auffüllen mit normalen Bildern. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Und dann habe ich hier immer so ein Fähnchen mit dem Monat. Also ich habe jeden Monat ein Bild gemacht und habe es dann mit reingeklebt. Hier haben wir dann noch so ein paar Tags, keine Ahnung, solche Teile halt. Hier habe ich dann noch so einen Sticker drauf oder so ein Teil halt, so ein Deko-Element. Genau, und das ist jetzt immer das Gleiche. Also man hat immer zwei Klappen. Ups, da habe ich jetzt eins gar nicht abgeklebt. Achtung, Achtung. So, genau, und da habe ich dann wieder Platz zum Schreiben. Genau, und da habe ich halt immer so eine Sprechblase mir abgestempelt und ausgeschnitten und dann halt irgendwas dazu geschrieben, was so ein bisschen zum Bild gepasst hat, wenn sie so ein bisschen schräg geschaut hat. Dann haben wir hier wieder was zum Reinstecken, einfach so eine kleine Lasche. Manchmal habe ich mehr Bilder, manchmal habe ich weniger Bilder, kommt immer drauf an. Jetzt habe ich da wieder eins vergessen. So, diese. Und da hat man halt immer diese Einschübe. So, haben wir hier wieder so zwei Sachen. Da würde ich halt dann irgendwas draufschreiben noch, was auch zu dem Tag gepasst hat. Sich daran wieder zu erinnern. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Deswegen macht so viele Bilder und Videos, wie ihr könnt, weil das Gehirn speichert echt nur wenig ab. Wenn man das dann aber wieder anschaut, dann fällt einem echt wieder viel ein. Und jeder erinnert sich an was anderes. Und dann ist es immer schön, wenn man mal wieder drüber spricht und dann der eine, ach ja, Mensch, siehst du, und das war, ja, siehst du, und ich habe das noch im Kopf, kannst du dich daran noch erinnern? Das ist dann immer schon ganz schön. Aber Bilder oder auch Videos, die vereinfachen das nochmal und lassen sich, durch sie kann man sich halt wieder besser erinnern. Genau, also wie gesagt, diese Teile sind leer. Muss ich dann gucken. Oh Mann, wieder was vergessen. Muss ich dann gucken, wie ich das eben noch dekoriere. Warum klebt das jetzt nicht? Jetzt hat. So, weiter geht's. Da war sie dann schon recht groß. Haben wir hier wieder so. Da habe ich, glaube ich, eben geguckt, wie ich die Reste noch so ein bisschen verwerten kann. Ach, da ist das stecken geblieben, scheinbar. Dann hier, da haben wir dann das Girly. Und hier haben wir auch wieder so ein Tag. Das ist dann quasi der Geburtstag auch. Da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert, weil ich habe Geburtstag und Taufe. Und deswegen habe ich dann im Nachhinein noch so Laschen hinzugefügt, weshalb das dann so ein bisschen Kuddelmuddel geworden ist, finde ich. Und hier müssen auch noch Bilder rein. Also hier haben wir zum Beispiel das Geburtstagspapier. Haben wir hier noch einen Tag und hier hatte ich dann noch zwei Bilder von der Taufe. Das war ja am Geburtstag sozusagen, das habe ich direkt verbunden. Und hier habe ich dann noch eine Tasche, wo ich dann noch so Bilder drauf geklebt habe, was jetzt nicht so gepasst hat. Vielleicht lege ich das dann zu den Seiten noch mit dazu, aber hier habe ich dann quasi noch so ein bisschen Papier, was ich als Zusatz noch mit reingenommen habe, was ich dann eben noch zum Dekorieren verwenden kann. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Das ist dann das ganze Album.
Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches von den beiden ihr schöner findet. Also ich finde, beide haben so ihren eigenen Charme. Bei dem ist halt einiges schief gegangen und bei dem eigentlich ist auch ein bisschen was schief gegangen, aber da habe ich mich halt dann doch so ein bisschen gezügelt, habe es halt doch ein bisschen einheitlicher gehalten. Habe mit sehr viel Deko-Elementen auch gearbeitet, wobei das hätte ich da wahrscheinlich dann auch gemacht. Aber es sind wirklich zwei verschiedene Alben, auch wenn es das gleiche oder ähnliche Papier ist und trotzdem komplett anders. Ich finde es aber trotzdem schön, vor allem wenn sie dann eben so dastehen und die fühlen sich halt schön an, ne? Das ist halt schon ein Brocken, was du da in der Hand hast. Dadurch, dass das jetzt natürlich nicht gefüllt ist, vielleicht ist es auch ein bisschen zu breit, geht das hier immer so ein bisschen rein. Seht ihr das? Aber ich denke, wenn es gefüllt wäre, dann wäre das auch wieder eine andere Geschichte. Aber was ich noch dazu sagen wollte, ihr könnt es, glaube ich, sehen. Da ist die. Ich habe hier eine andere Bindung genommen. Und zwar darf man davon, glaube ich, keine Anleitung machen oder darf das auch nicht zeigen, während man das macht, weil das patentiert ist von Paper Phenomenon oder wie die heißen oder wie die heißt. Hier ist es direkt. Da hätte ich vielleicht auch ein bisschen Platz lassen sollen, nicht ganz runterschieben, aber das ist halt direkt an der Bindung. Das ist die Hidden Inch Plus oder so. Oder wie nennt sich diese Bindung? Weiß ich jetzt auch nicht. Und da hat man quasi nochmal einen halben Zentimeter frei und hat daran nochmal einen halben Zentimeter und erst da wird das Papier quasi dran geklebt und dann hat man nochmal Platz zum Blättern. Ich kann da jetzt ehrlich gesagt auch keinen so großen Unterschied feststellen, weil das geht trotzdem hoch. Also wenn man das so liegen hat, geht es trotzdem ein bisschen hoch. Schauen wir uns das dann mal schnell an. Aber ja, okay. Okay, man kann doch einen Unterschied feststellen, weil schaut, das ist fast senkrecht nach oben. Also das geht schon sehr hoch, weil es halt zu nah an der Bindung ist, an der Falz. Und hier liegt es doch recht flach. Also wenn hier die Blumen nicht wären, schaut, da hat man halt einfach mehr Platz, damit es sich flacher legen kann. Aber natürlich ist es nicht ganz flach. Geht ja auch gar nicht, wie auch. Aber im Vergleich zu dem geht es schon sehr stark hoch. Wenn ich das jetzt richtig runterdrücken würde, also das würde fast senkrecht nach oben stehen. Also da gibt es wieder verschiedene Bindungen, die alle Vor- und Nachteile haben. Aber in meinem anderen Album, das habt ihr ja davor schon gesehen, dieses Video kommt ja erst danach, zeige ich ja auch nochmal eine andere Bindung. Ich weiß nicht, ob das schon jemand gemacht hat. Ich habe es halt jetzt in meinem Kopf so gemacht. Ich habe es bisher aber auch noch nicht gesehen. Ich kenne immer nur diese typischen Bindungen oder auch Fadenbindungen oder wie auch immer, was manche machen. Und da habe ich es halt ein bisschen anders gemacht und kann dir jetzt auch gar nicht sagen, ob das jemand schon mal gemacht hat. Könnt ihr mir gerne mal sagen. Also ich weiß, dass manche dann, ich kann das ja mal mit diesem Ding hier zeigen. Also das ist jetzt zum Beispiel die Seite und manche machen dann eben so eine Lasche und kleben es dann untereinander. Also immer eins nach dem anderen drunter. Aber ich habe es ja anders gemacht, dass ich quasi zwei Seitenelemente habe. Und in der Mitte quasi einen Zentimeter freigelassen habe für die Bindung und habe das dann direkt ins Album geklebt. Also schaut da auch einfach mal in das Video rein. Ich werde es euch verlinken. Ich hoffe es. Ich versuche mich anzustrengen und das auch mit zu verlinken. Ich glaube, ich schreibe mir das gleich mal auf. Und da könnt ihr dann auch gerne mal reinschauen. Fand ich tatsächlich einfacher. Dieses Album ist allerdings auch schon weg, deswegen kann ich es euch jetzt nicht mehr zeigen. Ich bin ja auch gespannt, weil zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich jetzt hier drehe, hat es die Person auch noch gar nicht. Ich bin gespannt, was sie sagt. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mein Video zu dem Album gesehen habt, entweder hier drunter oder zu dem anderen Video, wie ihr dieses Album findet. Also schaut euch gerne mal das Video an, das was ich für euch verlinke und könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr euch über so ein Album gefreut hättet oder würdet. Wie auch immer. Gut, dann war es das jetzt auch schon.
Ja, das wollte ich euch jetzt einfach zeigen, weil das wollte ich ja schon länger machen. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Und dann hoffe ich, es geht euch gut, ihr seid gesund und das Video hat euch hoffentlich auch gefallen und wir sehen uns hoffentlich auch wieder beim nächsten Mal wieder. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Adios, ciao, ciao.